So kommt ihr zurück über die Hügel mit dem Wehklagen von Serpentilio und dem leichten Singsang von Mendarion, bis ihr dann ja, irgendwo zwischen dem Henkerberg auf die verschiedenen Tavernen blickt und den mittlerweile geschlossenen Burghof. Die Kerkeranlage wurde wohl heruntergefahren, beziehungsweise das schwere Tor, und ein Einlass wird wohl Ondine zurzeit nicht durchführen, da sie selbst nach Schätzen sucht. So, wo gehen wir jetzt was trinken? So, erinnert sich noch irgendjemand an den Namen von diesem Bastard? Okay, ich hab's nicht als einziger vergessen. Sehr beruhigend. Lass uns einfach in irgendeine Taverne gehen und ein bisschen rumfragen. So, Gut. ich würde sagen, wir gehen in Ine, Mene, Chor. Da, die Taverne. Die drei Schwerter, das klingt doch sehr verlockend. Nee, Baron Nestor zum Humpen oder fette Beute? Ja, dann fette Beute. Achso, und Seeschlange gibt es auch noch. Ja, ihr könnt in die fette Beute eintreten. Da liegen wohl auch mal wieder zwei Leute, die durch das Fenster geworfen worden sind und schlafen einfach ihren Rausch aus. Auch wenn dann irgendwelche Scherben von Tonkrügen oder so sich sicherlich in ihren Rücken gebohrt haben und eine dicke, fette Platzwunde an ihrem Kopf existiert, die so ein bisschen sapschig, ja, schwärzlich verfärbt da vor sich hin existiert. Und wenn ihr dann hineinkommt, könnt ihr sehen, wie da trotz der Tageszeit sicherlich 20 Leute sitzen und ja, Karten spielen oder aber Wetttrinken veranstalten. Hinter dem Tresen steht eine kleinwüchsige Person. Zunächst dachtet ihr, es ist irgendwie ein Zwerg, aber der Bart fehlt und ein Gräum ist es auch nicht. Es ist einfach nur eine kleinwüchsige Person, die euch irgendwie aus viel zu großen Augen anstiert. Wollt ihr jetzt noch was trinken oder wie? Naja, also ja, Dann kommt aber. rein. Ja, du siehst wohl, wie er Bier aus einer großen Karaffe eingießt, wenig Schaum und schiebt euch dann 1, 2, 3, 3 Becher rüber. Ich hätte gern Pferdocker. Ja, ist das. Das ist Pferdocker. Kann ich Menschenkenntnis Ja, ich würfeln? würde auch gerne Menschenkenntnis Er hat einen Tick überlegt, einen Tick zu lange überlegt. Ah, kritischer Erfolg. Es war mal Alternativ-Bierkenntnis. Pferdocker, aber du weißt nicht, wie lange das jetzt in dieser Karaffe offen stand. Und wie gesagt, es ist kein Schaum drin. Das war mal Pferdocker, ja. Also, Naja. schmecken wird's nicht. Ich schiebe es unauffällig in Boltags Richtung. Oh, der hat dir gleich zwei Becher gegeben, Boltax. Was hast du ein Glück? Was hab ich ein Glück? Ja. Ihr seht mich nicht aus nach Seefahrern, zumindest nicht nach Piraten. Aber Ondina hat schon Ja. gesagt, dass ihr hier seid. Ja, hat sie Also. auch schon gesagt, dass wir nach dem einen Mann suchen? Ach so, ja. Sie hatte gesagt, dass ihr nach Landslind sucht. Ja, wo ist der denn? Wahrscheinlich nicht hier. Ich würde eine Silbermünze rausnehmen. Wo würde der Mann sich denn wohl aufhalten? Der hat kein Geld, also wenn er säuft, dann zum Humpen. Oder aber ihr findet ihn in seiner windschiefen Hütte. Ich hole mal eine zweite Münze heraus und lege sie auf den Tisch. Und wo ist seine windschiefe Hütte? Ihr geht jetzt von hier aus raus in Richtung Stadt. Folgt dem Weg und kurz bevor ihr die Stadt verlasst, auf der rechten Seite. Aber Die mir, merkst du dir besteht das? nur aus Holz und die Tür hängt in den Angeln. Und ich vermute mal, der Zustand ist wahrscheinlich wie die andere Hütte. Gibt es ein besonderes Merkmal von dieser Ruine? Sie ist besonders schäbig. Ja, Er kann sich aber gut. nicht leisten. Es war ausgebrochen, aber er findet hier halt keine Arbeit. Also weder hier in der Stadt noch auf den Schiffen. Warum? Schnell? Ist der körperlich nicht mehr in der Lage dazu? Genau. Ja, das tut mir leid für ihn. Ich denke, wir werden diese Hütte wohl finden, hoffentlich. Ja, aber mir, du hast dir den Weg gemerkt. Nun ja, ihr war nicht schwer zu merken. Geradeaus und dann kurz vor der Stadtgrenze rechts irgendwo. Folgt einfach dem Jammern. Wo finden wir diese Kneipe zum Humpen? Zum Dieses. Humpen ist auf der anderen Seite, neben dem Henkerberg. Ist dort diese Qualität dieses Bieres ähnlich beschaffen wie hier? Nein. Besser oder schlechter? Ich bin nur schlechter. Ja. Habt ihr noch einmal den Namen von dem Bastard für mich? Landslet.
Lancelot. Das war mal ein Adliger, aber den Titel hat er lange verloren. Ja, wer ist denn hier nicht adelig? Das passiert ja jedem. Und damit schiebe ich hier drei Silbermünzen herüber. Es war mir eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Also könnt ihr nach draußen treten? Ich würde die drei Bier noch an irgendwelche Leute hier verschenken. Also, die gerade am Bett trinken sind. Super. Boltox, ich glaube, du solltest mit dem Mann reden. Der klingt, wie du immer sagst, der klingt nicht so stabil. Du und Zulami müssen, glaube ich, mit dem reden. Nicht, dass er anfängt zu weinen. Ah, in Ordnung. Der klingt sehr weinerlich. Ich habe ihn noch nicht getroffen, aber er klingt sehr weinerlich. Ich habe in letzter Zeit viel mit Serpentilio geredet. Ich denke, das kriege ich also hin. Ich bin bestens vorbereitet. Ja, das glaube ich dir. Und dann gehen wir doch einfach mal die windschiefste Hütte in dieser Stadt. Ja, ich will wenigstens noch beim Humpen eben reingucken. Vielleicht sehen wir irgendwie, der hier rumjammert. Ja, wenn ihr den Humpen reinguckt, das ist quasi auch nur eine Hütte. Da gibt es nicht mal mehr einen Tresen. Da gibt es ein paar kaputte Stühle und ein paar kaputte Tische. Die sind aber so an die Wand gelehnt, dass man sich da tunlichst nicht draufsetzen sollte. Und es liegen mehrere Leute auf dem Boden herum. Und vor einer Tür steht sowas wie ein Koch, würdet ihr meinen. Es ist kein Wirt, es ist sowas wie ein Koch. Zumindest hat er so eine weiße Schürze an und da ist viel Blut drauf. Ihr hofft einfach, dass es der Koch ist. Ja, ist dieser Lancelot gerade hier? Lancelot? Ja. Den habe ich seit 3 Tagen nicht mehr gesehen. Hatte seine letzte Zeche nicht bezahlen können. Weinerlicher Bastard. Aber mir, wie war nochmal der Weg? Geradeaus und dann nach rechts irgendwo. Ja, und so könnt ihr der hageren Beschreibung folgen und trefft dann tatsächlich die Beschreibung relativ gut auf eine Hütte mit einer windschiefen Fassade und die Tür hängt in den Angeln. Und tatsächlich, ihr könnt leises Schluchzen aus dem Inneren hören. Es ist stockdunkel darin. Ja, Boltax Sulamin, der Weinerliche, gehört ganz ruhig. Ja gut, dann will ich mal. Ja, ich würde die Tür aufstoßen. Hallo, bist du Lancelot? Ich hab doch bezahlt. Ja, das ist schön. Darum geht's mir aber gerade gar nicht. Was ist denn das für ein Gestank hier drin? Mein Bein. Das ist mein Bein. Was ist denn mit deinem Bein? Du kannst in diesem Halbduster mit deinen Zwergenaugen erkennen. Da sitzt wohl jemand auf dem Boden. Möbel gibt es hier drin nicht. Du siehst aber auch eher 2 Holzbeine. Eins versucht er sich wohl gerade irgendwie reinzudrehen. Du siehst auch wohl Splitter und Blut. Und er hat auch eine Hakenhand. Seine andere fehlt wohl gänzlich. Also ihm wurden die Arme und auch die Beine wohl entfernt, warum auch immer oder wie, aber das erklärt zumindest, warum er auf Schiffen oder auch jetzt hier in dieser Piratenabsteige nichts mehr findet. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Junger Mann, hast du Durst? Er ist so um die 50, würdest du meinen. Das ist egal, ich bin älter. Ich hab Durst. Hier, nimm erstmal einen Schluck aus meinem Trinkschlauch. Ich würde den Trinkschlauch mit dem sehr reinen Wasser. Ja. Genau. Ja, und wird ihm was davon reichen. Ja, er trinkt und setzt dann ab. Und trotz dessen, wie seine Gestalt aussieht, huscht tatsächlich doch sowas wie ein letztes Lächeln über seine Lippen. Dann gibt er dir den Schlauch zurück. Hab Dank. Oh, doch nicht dafür. Nun, Lancelot, wir sind nicht ohne Hintergedanken hierher gekommen. Nichts Böses. Also wir wollen euch kein Übel und kein Leid. Und wenn ihr uns helft, dann wird aber mir euch, das ist der Magier da draußen, sicherlich ein paar Münzen geben können. Nicht wahr, Abelmir? Du kannst dem Mann ein paar Münzen geben. Warum soll ich das tun? Ja, weil wir gute Freunde von ihm sind und etwas von ihm wissen wollen. Hat er uns denn schon geholfen? Ich würde mal Abelmir langsam in die kaputte Hütte schieben. Wie groß ist die Patiententoilette rein? Keine Ahnung. Also, wenn ihr jetzt da drin steht, dann ist die Hütte voll, ja.
Also ich möchte nicht in die Hütte eintreten. Ich zum Schornstein raus. Ich möchte aber mir langsam in die Hütte reinschieben, selber die Hütte aber nicht betreten. Ja, wenn du Abel mir reinschiebst, dann merkst du auch, dass du die Tür wirklich halten musst, sonst fällt sie tatsächlich ab. Was für eine zauberhafte Umgebung. Ja. Wohnt ihr hier oder ist euch das auf den Kopf gefallen? Nein, ich wohne hier. Wenn ihr bezahlt, ich sag euch, was ich wissen kann. Also, was wollt ihr denn von mir? Also, es geht uns darum, jemand hat uns gezwitschert, dass du aus dem Gefängnis ausgebrochen bist. Und wir wollen alles darüber wissen. Erzähl uns alles. Fängt an zu zittern. Junger Mann. Dieses Maul. Ganz ruhig. Welches Maul? Ich würde ihn erstmal versuchen wollen zu beruhigen. Ihm, genau. Also das Wasser hat schon gut geholfen. Und du merkst, dass das eine tief sitzende Erfahrung ist, die er da wohl in den Kerkern gemacht hat. Aber die Furcht ist echt. Alles klar. Dann würde ich ihn fragen, hört zu. Wenn ihr darüber nicht sprechen wollt, ist das in Ordnung. Aber vielleicht könnt ihr eure Gedanken mit mir teilen. Wäre es für euch in Ordnung, wenn ich versuche, euch etwas Linderung zu verschaffen? Ich will nicht daran denken. Ich will doch einfach nur noch meine Ruhe. So irgendwie. Irgendwie kann ich das ja schon verstehen, aber wir müssten wirklich wissen, wie man in das Gefängnis reinkommt, damit wir die Insassen befreien können. Ihr wollt sie befreien? Ja, natürlich. Dann nehmt den Gang im Süden. Er wurde von einem Dämon gegraben. Mhm. Dämon. Alles klar. Wie viele Hörner hat der Dämon? Ich weiß nicht, ich hab ihn nicht gesehen. Ich hab nur das Fressen gehört. Das Fressen durch die Steine. Und dann. Ich hab Borberat gesehen. Borberat war da. Ja, das kenne ich. Ich hab ihn auch schon mal gesehen. Ja, also eigentlich schon zweimal, aber das spielt jetzt keine Rolle. Aber ihr seid entkommen. Hat man euch das dort angetan mit den Händen und den Füßen? Das waren die Ogre. Ja, die sind furchtbar. Ich kenne Ogre. Ich bin mal einem begegnet. Sie sind riesig und schwarz und sie sind so intelligent. Ich habe meine Mutter hören. Meine Mutter war Ritterin in Andergast. Und sie erzählte mir Geschichten davon. Aber sie schwimmen alle nicht. Ja, sie waren ja nicht schwarz. Also in den Geschichten waren sie nicht schwarz. Aber sie sind dämonisch und sie fressen uns alle. Dämonische Ogre, aber mir sagt dir das was? Nun, es gibt Geschichten über einen dämonischen Ogre. Ich glaube nicht, dass das auf diesen Ogre zutrifft, vermute ich. Sie sind mit Borberat gekommen und Gondrik wacht über uns. Mhm. Gondrik ist der Name dieses Ogres? Er ist einer von ihnen. Er ist der Meister von Rulat. Und er befehligt die anderen Ogre und die Piraten. Alle. Ja, also wenn wir ihn... Wenn wir ihn kontrollieren... Habt keine Furcht, ihr müsst nie wieder dorthin zurück. Sie haben sie gefressen. Dieser Gang im Süden, wo genau fängt er an? Da ist ein Hügel. Ein Hügel. Man kann es von außen sehen, wenn man weiß, dass man ihn suchen muss. Er ist versteckt, er ist zugewuchert, aber man kann es auch sehen. Die dämonischen Spuren sind da immer noch. Sie haben sich durch den Stein gefressen. Und ihr seid durch diesen Tunnel im Süden aus der Feste entkommen, aus dem Gefängnis. Wo führt dieser Tunnel genau hin?
Er führt in den Südtrakt. In den Südtrakt, da wo ich eingesessen habe. Sie machen Jagden. Sie machen Jagden. Sie lassen Gefangene und die Sklaven frei und jagen sie einfach nur zum Spaß. Wie viele Wachen sind es etwa? Ich weiß nicht. 10? 10 und die Ogre. Sie haben nicht viel Bewachung, weil er ist ausbruchsicher. Und einbruchsicher. Ihr könnt da nicht einbrechen. Gibt es noch spezielle Gefangene, die dort verweilen? Oder solche nur wie euch? Ich hatte nicht Kontakt mit denen. Viele Frauen und Seefahrer. Aber ich habe nicht Kontakt mit denen. Im Ostflügel sitzen die Raben uns ein. Die Raben uns und Udalbert. Udalbert von Wertling sitzt da. Answin von Rabenmund sitzt da. Was? Ja. Welcher? Noch einer? Wieso noch einer? Der Answin von Rabenmund sitzt da. Er sitzt zum Ostflügel. Zusammen mit Udalbert von Wertling. Habt ihr ihn gesehen? Oder habt ihr nur von denen gehört, Gerüchte? Nein. Aber die anderen Raben uns. Man hört viel von ihnen. Da sind 4 Raben uns sind da. Aber ich habe sie nicht gesehen. Das ist ein anderer Flügel. Ich war im Südflügel. Bei dem Gang, versteht ihr? Und die anderen sitzen im Ostflügel. Von da aus kann man nicht fliehen. Wie lange ist es schon her, dass ihr entkommen seid? Fünf Jahre. Ich verstehe. Nun, wenn die Rabenmunds im Ostflügel sind, dann ist das wahrscheinlich der Ort mit den Hochsicherheitsgefängnissen, oder? Alles ist hochsicher. Das Einzige, nur wegen diesem Dämon im Stein, sonst kommt man da gar nicht rein. Es gibt einen großen Wachraum, der direkt in der Mitte ist. Da sitzen sie und kochen und fressen und schmatzen. Also 10 Wachen und die Ogre. Ja. Na, das sollten wir hinkriegen, oder? Gondrik ist ein Riese. Nun ist der Ogre. Ja, aber er ist riesig. Aber ich bin sehr klein. Es wird sehr schwer für ihn, mich zu packen. Verstehst du? Ihr sollt übrigens etwas mit euren Prothesen tun. Sie sehen nun ja nicht besonders gut gefertigt aus. Habt ihr das selber gemacht, oder? Die eine habe ich vom Effertempel. Die anderen hat mir vor 2 Jahren ein Händler geschenkt. Und die sitzen offenbar nicht besonders gut, oder? Nein, sie tun weh. Nun, ich könnte euch Abhilfe verschaffen. Dafür müsst ihr ja nichts mitkommen auf unser Schiff. Ich kann nicht mehr zur See fahren. Ich habe keine Hände. Nun, wir finden sicherlich eine Verwendung für euch. Dann müsst ihr mich tragen. Ist euer Schiff im Hafen? Gewissermaßen. Etwas außerhalb. Der Große sieht kräftig aus. Er kann mich tragen. Ihr seid ein Korgeweihter, oder? Ja, aber Abelmir wollte sehr viel an seiner körperlichen Stärke arbeiten. Abelmir? Nun, ich kann ihn nicht alleine tragen. Ich war nicht bis zum Schiff. Ja. Ist hier ein Fluss in der Nähe zufällig? Nein, nur die Straße. Kein Fluss, aber wir sind am Meer. Wir können ihn auch schleifen. Können wir einen Handkarren organisieren? Etwas in der Art. Ja, bestimmt. Bestimmt. Bevor er mich schleift, aber den müsst ihr bezahlen. Ich würde mich mal zu Seppetier runterbeugen. Könnt ihr den mal nicht irgendwie sauber machen? Ihr könnt doch das hier ein bisschen mit euren Fingern wedeln. Definiert sauber machen. Ja, weiß ich nicht. Aber mir macht das manchmal. Das sieht ja nicht mehr so aus wie jetzt, sondern... Nun, warum bittet ihr denn nicht Abel mir darum? Er kennt sich besser aus, so als Eurasia. Naja, ich dachte, ihr könnt auch sowas. Ah, nun gut. Soll keiner sagen, ich würde nichts für euch tun, hm? Ja, sehr nett. Meine Mutter wird es euch danken. Wenn wir jemals nach Andergast kommen, wird sie es euch danken. Ihr haltet das. Wie gibt es am Stab dem nächststehenden Vertrauenswürdigen? Praios wird es euch danken. Ich bin adlig.
kramt kurz in seiner Gürteltasche und holt ein kleines Lederbeutelchen heraus, aus dem er eine Prise Phosphor holt und sie über den Mann streut. Dann lass mich jetzt mal würfeln, ja? Wenn ich mein Zauber für diese Liste ist zu lang. Dieses Interface ist zu viel. Willst du den Brand stecken? Oder? Wir lassen uns ein bisschen Zeit, weil wir sind jetzt nicht unbedingt die geborenen Sauberzauberer. Noch nicht jetzt wirklich, wenn ich vollen Satz habe. Und wir haben das Zeitlassen auch gebraucht. Ich sag, er wirft ihn da drüber, spricht kurz zwei, drei Worte und dann fängt der Phosphor Feuer und in dieser magischen Reaktion brennt er den gesamten Schmutz von dem Mann und lässt ihn relativ sauber zurück. Ja, er fängt auf alle Fälle an zu schreien vor der Magie, aber einfach nur aus Furcht, nicht vor Schmerzen. Und dann stinkt es etwas weniger. Naja, also danke. Und dann würde ich ihn mir einfach über die Schulter werfen. So. Sagt einmal, wie ist euer vollständiger Name? Wir haben bloß euren Spitznamen Lanzlin mitbekommen. Von Andergast. Lanzlin von Andergast. Ich bin einer. Ich bin verwandt mit dem Prinzen von Andergast. Versteht ihr? Nun, ich war noch nie in Andergast. Oh, es ist ein pittoreskes Örtchen. Und da kommt dieses Holz her. Wir haben das beste Eichelholz. Wir haben das beste Eichelbier. Wenn wir nach Andergast kommen, werde ich euch ein Fass davon schenken. Und das beste Schwein meiner Mutter. Das klingt gut. Das klingt sehr verführerisch. Wir müssen noch ein, zwei Dinge erledigen, aber dann können wir euch sicherlich irgendwo absetzen, von wo ihr nach Andergast kommt. Was liegt denn da in der Nähe? Ja, das ist da doch irgendwo beim Horasreich, da fahren wir nicht hin. Ja, ich glaube, Andergast, Horasreich, diese direkte Nachbarn. Aber die sind sich auch sehr ähnlich, muss man sagen. Aber wenn wir nach Gareth kommen, ihr dürft nicht Kaiser Hall sagen, dass ich bei euch bin. Oh, Moment, aber Rohaya ist doch Kaiserin. Ach so, warum? Ja, weil wir sie gefunden haben. Ist Kaiser Hall schon tot? Ich glaube. Nun, jetzt also, verschollen. Also, das war so. Erst waren Chella und Bardo Kaiser. Und, ich weiß nicht. Erinnert ihr euch daran? Ja, daran erinnere ich mich. Aber Answin von Rabenmund hat auch dieses Komplott geführt und... Ja, genau. Aber Answin hat's, wie sage ich das freundlich, nicht hingekriegt. Ja, deswegen war er doch auf... ich habe gehört, dass er in einer der Zellen neben uns geschmachtet hat. Deswegen war er Borberat bei uns, er wollte Answin haben. Ja, aber später war er wieder da. Was? Also, ja. Es ist viel geschehen seither. Oh, ja, ich kann euch die Geschichte erzählen, wie ich den Schwarzen Drachen bezwungen habe, mit Hilfe von Answin. Lustige Geschichte, Answin ist tot. Aber wir haben den Schwarzen Drachen bezwungen. Bin ich der Einzige, der die Pointe hier verpasst hat? Boltags, wollen wir schon mal laufen, während du erzählst, weil ich glaube, wenn du fertig bist, sind wir schon wieder am Boot. Ja, also ich muss ein bisschen dazu ausholen. Das habe ich befürchtet. Während ihr den Geschichten von Boltags lauscht, die euch selbstverständlich in der einen oder anderen Form bekannt waren, Boltags schmückt sie selbstverständlich anders aus, könnt ihr dann euer kleines Ruderboot erreichen und nachdem ihr dann übergesetzt habt, auch wieder eure Avianda. Willkommen zurück. Das Wohl. Ja, es ist immer wieder schön, euer Gesicht zu sehen. Da fühlt man sich richtig heimisch. Weißt du, Waffnir, das Wohl. Kapitänin, keine Ereignisse während unserer Wacht. Das freut mich zu hören. Wir waren erfolgreich und wir haben diesen Mann mitgebracht. Er hat Informationen über das Gefängnis. Das ist gut. Ihr habt die Harfe gefunden? Ja. Das auch. Vielleicht sollten wir diesen Mann erstmal zum Arzt bringen. Tja, dann, sie überlegt kurz, ob sie euch ihn abnimmt und weist dann aber auch einfach nur in den Innenraum des Schiffes, wo dann die beiden Schiffsärztinnen auf euch warten. Palmeia Sonia Laila, die Terbonitin und Shanna Sonia Laila. Ja, ich würde ihn da auf ein Bett legen, die beiden anschauen. Guckt euch den Mann, ob wir da noch was machen können. Wenn nicht, Abelmir will da irgendwas basteln. Sonst einfach mal Abelmir fragen. Oh, hier ist so viel... Ja, grauslich. Während du ihn abgelegt hast, schrauben sie schon die ganzen Ersatzteile von ihm ab
und tupfen dann mit irgendwelchen Kräutertinkturen die fauligen Stellen weg. Passt auf, er ist aus Andergast und seine Mutter ist mit einem Schwein verwandt oder irgendwie sowas, aber er wird's euch erzählen. Ja, so kannst du ihn dann zurücklassen und gemeinsam mit den anderen und Havulgard, eure Kaplanin, in den Innenraum das Besprechungszimmer bzw. den Raum der Kapitane gehen. Also ich muss uns insgesamt loben, das war ein sehr erfolgreicher Ausflug. Ja, wir haben alles bekommen, was wir wollten. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir diesen Gefängnisausbruch über die Bühne kriegen. Richtig. Jetzt eine Frage. Zulamin, wie hast du dir das jetzt vorgestellt, wie wir da anlaufen? Weil da bin ich noch nicht so ganz sicher, wie wir das machen. Ja, da waren wir uns auch noch nicht ganz einig. Ich bin offen für Vorschläge. Wir hier? Nun, wenn es durch einen Stollen geht, dann sollte ich mit ins Gefängnis gehen. Wir gehen alle mit ins Gefängnis, Boltax. Wir könnten einfach auf die Piratenstadt Rolat verzichten und direkt mit dem Beiboot absetzen, durch die Wildnis schlagen und zum Gefängnis. Tunnel finden. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ist das Gefängnis nicht direkt bei der Stadt Rolat oder bin ich falsch? Hey, so nein, ich das ein Stück Land einwärts. Genau. Ah, okay. Finde ich einen guten Vorschlag. Der Gang scheint allerdings in Richtung der Stadt zu weisen, aber wohl erst vor der Stadt zu beginnen. Also, ich hänge nicht daran, Rolat auszulöschen. Wenn ich es richtig sehe, ist Boltax aktuell der Einzige, der daran ein verstärktes Interesse hat. Ja, das sind Blutpiraten. Ein Stützpunkt Paligans. Wir können viele von ihnen mit einem Schlag ausschalten. Herr Kapitän, ja, lasst mich kurz ein paar Fragen stellen, wenn es dir so genehm ist. Die Mannschaften, die Dämonenarchen betreiben, sind größtenteils entweder Dämoniner oder vollständig dämonischer Natur, nicht wahr? Naja, so mag sein. Aber ihre kontrollierenden Elemente sind größtenteils human. Wenn auch Bakterien, sind sie trotzdem Menschen und haben menschliche Bedürfnisse. Sie müssen essen, sie brauchen Nachschub. Ebenso brauchen die Dämonenarchen als solches, trotz all ihrer magischen Kraft, Munition und Material. Wenn auch weniger, als wir es auf dem Schiff brauchen, nicht wahr? Ebenso die Unterstützungskräfte der angegliederten Piraten. Was hat das mit dem Gefängnis zu tun? Wenn ihr also endgültigerweise das Ritual von Rolat stört, wo, wenn wir uns nicht geirrt haben, eine recht großartige Armada versammelt ist, wird diese sich höchstwahrscheinlich zerstreuen, unter der Annahme, dass sie niemanden finden kann und der sie sofortige Rache nehmen kann. Was denkt ihr also, welchen Hafen werden besagte Unterstützungsschiffe und Transporttrupps zuerst anlaufen?